Schon auf dem Weg ins Nerakerie merken wir, dass es langsam Frühling wird. Im März sind zwei von meinen Lieblingsvögeln besonders aktiv, der Kibitz und die Bekassine. Die zwei Arten kann man nur an wenigen Orten so gut beobachten wie hier. Beide sind sehr typisch für das Feuchtgebiet und haben spezielle Anpassungen an den Lebensraum. Es lohnt sich, schon auf dem Weg das Gebiet gut abzusuchen. Die noch tiefen Feuchtwiesen sind immer wieder für Überraschungen gut. Anfang März rasten regelmässig grosse Kibitztrupps im Ried. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was das für zwei Vögel mit so komischen Namen sind: Bekassine und Kibitz. Der Name der Bekassine kommt aus dem Französischen, von Bekas. Bek heisst auf Französisch Schnabel und wieso sie nach ihrem Schnabel benannt ist, wird sofort klar, wenn man sie sieht. Der lange Schnabel erleichtert ihr die Futtersuche im feuchten Boden sehr. Aber wie funktioniert das eigentlich? Offensichtlich ist, dass die Bekassine bei der Nahrungssuche mit ihrem langen Schnabel im Boden stochert. Aber wie verwischt sie ihre Beute, wenn sie mit dem zuen Schnabel in den Boden geht? Und wie merkt sie, dass dort ein Wurm ist und nicht nur eine Wurzel? Die Bekassine, aber auch andere Vögel, und auf dem Schnabel Sinnesorgan. Mit denen spürt die Bekassine beim Stochern, wenn sie auf einen Wurm oder sonst ein Tier trifft. Die zweite Anpassung ist die bewegliche Schnabelspitze. In der Erde den ganzen Schnabel aufzumachen, würde viel zu viel Kraft brauchen. Darum kann die Bekassine mit der Schnabelspitze die Beute packen und dann mit der Zunge aufziehen. Oft sieht man gar nicht, dass sie etwas verrutscht hat. Erst durch das Verlangsamen merkt man, wie erfolgreich die Nahrungssuche ist. Ich finde die Bekassine ein wahnsinnig lässiges Tier und könnte sie stundenlang beobachten. So entdeckt man immer wieder spannende Verhaltensweisen. Die Bekassine hat gerade einer anderen gedroht, wo sie zu nahe gekommen ist. Und wenn sich eine Bekassine so an den Boden drückt, ist vermutlich ein Greifvogel in der Nähe. Auf diese Art bin ich schon oft auf überfliegende Rohrwehen aufmerksam worden. Meistens hört man dann auch die Warnrufe der Kibitz und Lachmöwen. Im Kibitz hat seinen auffälligen Ruf den Namen gegeben. Er sucht im gleichen Lebensraum nach Nahrung wie die Bekassine, aber auf eine ganz andere Art. Mit seinem kurzen Schnabel kommt er nicht so tief wie die Bekassine. Darum tut er viel mehr Beute direkt vom Boden picken. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man noch etwas anderes. Sehr häufig tut der Kibitz mit dem einen Bein auf den Boden pöppeln. Durch das Fußtrillern scheucht er Insekten auf und offenbar werden so auch Würmer an die Oberfläche gelockt. Der Kibitz ist eine Zeit lang aus dem Nerakeriet verschwunden, weil ihm der Lebensraum nicht gepasst hat. Erst nachdem er angefangen hat, mit schottischen Hochlandrindern zu beweiden und so ausdehnte Bereiche mit tiefer Vegetation geschaffen hat, ist der Kibitz als Brutvogel zurückgekommen. Eine tolle Erfolgsgeschichte von der Arbeit von Börlef Schweiz. Dank dieser kann man die fantastischen Balzflüge der Männchen im März wieder beobachten. Sie stürzen sich mit einer Seitwärtsrolle vom Himmel und zeigen dann im Schaukelflug die Ober- und Unterseite. Wenn das Weibchen beeindruckt ist, zeigt sie das mit der Körperhaltung und das Männchen landet direkt auf ihm für die Paarung. Auch das Anzeigen von möglichen Neststandorten sieht man immer wieder. Durch das Hinterrühren von Grizzly zeigt das Männchen dem Weibchen, dass man hier ein Nest bauen könnte. So sieht also die Kibitzromantik aus. Zum jungen Kibitz beobachten braucht es sehr viel Glück und Geduld. Was ich unglaublich finde, ab dem ersten Tag suchen die kleinen Kibitz Nahrung selbstständig und werden nicht durch die Eltern gefüttert. Sie tun die Kleinen aber regelmässig wärmen und vor Gefahren warnen. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Bei einem Besuch im Nerakeriet im März lohnt es sich, bis in die Abend dem Möge zu bleiben. Vor allem gegen Ende Monat übernachten regelmässig tausende Stare im Ried. Bevor sie im Schilf verschwindet, macht es unglaubliche Flugmanöver und bietet ein fantastisches Spektakel. Im nächsten Video geht es um einen weiteren speziellen Brutvogel im Nerakeriet, und zwar um die Lachmöwen.